Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. In der letzten Folge haben wir mit unserer neu erstandenen Lilith, wofür ich immer noch kein Bild habe, auf jeden Fall haben wir mit ihr den Greed-Modus gemacht. Das ging ganz einfach, weil Lilith im Greed-Modus ist einfach OP, würde ich sagen. Das ging auf jeden Fall gut. Witzwerk von 3 ist auch sehr schön, auch nicht das höchste, aber immerhin sehr schön. Und heute machen wir wieder eine Challenge und es wurden sich zwei Challenges gewünscht. Wie gesagt, einmal die I Rule oder One Rule Challenge und einmal die Brains Challenge. Ich nehme einfach mal heute die Brains Challenge, weil das Jugendwort des Jahres Zombie ist und Zombies mögen Gehirne und Zombies haben keine Gehirne. Oder so. Egal, auf jeden Fall spielen wir Brains. Genau. So, und wie es einige von euch schon richtig erraten haben, hat man bei Brains... Oh, das geht sofort kaputt, das ist cool. Drei Bobs Brains. Ah, die fliegen nicht mehr gleichzeitig los. Okay, das ist cool. Ansonsten sind wir halt das Blue Baby, haben insgesamt 4 Leben, obwohl das Blue Baby eigentlich von Anfang an nur 3 Leben hat. Dafür sind die nur blau. Das Blue Baby kann auch keine roten Herzen dazu bekommen. Und dazu haben wir noch Thunder Sides. Das heißt, wir sind so ein bisschen dicker, sind ein bisschen langsamer. Achso, dadurch haben wir auch das eine blaue Leben, genau. Können dafür aber die ganzen Steine kaputt machen. Toll, oder? Und ich glaube, man... Oh. Ich glaube, man kann damit auch noch mehr machen. Ich glaube, damit kann man auch noch über Stacheln rübergehen. Da bin ich mir gerade allerdings nicht so sicher. Und weil wir hier gerade passenderweise... Das ist aber ganz cool. Wir machen eigentlich ganz viel Schaden. Das ist ganz gut. So, nehmen wir die erstmal mit. Das macht nämlich ein bisschen Schaden. So eine schöne Schere. Was soll ich sagen? Genau, weil wir gerade einen Geheimraum gefunden haben. Was man hier freischaltet, ist nämlich der Stud-Finder oder sowas. Irgendwas in der Art. Ich glaube, der heißt Stud-Finder. Was genau Stud-Finder bedeutet, keine Ahnung. Was hier gerade mal ein bisschen blöd ist, sobald man seine... Ach, hätte ich ja kaputt machen, ganz stimmt. Sobald man seine ganzen Gehirne weggeschmissen hat, kann man nicht mehr angreifen. Das ist ja blöd. Das erinnert so ein bisschen an den neuen Grace aus League of Legends. Wenn den schon jemand kennt. Okay, das ist hier. Los, Gehirn! Flieg und... Ah, fuck you. Los, jetzt, du. Los, los, Gehirn. Danke. Nein, nein, töte ihn. Oh Gott. Dankeschön. So, genau, man kriegt Thunder Tides, was ermöglicht, dass wenn man... wenn man Steine kaputt macht, dass die Chance höher ist, dass da unter ein Geheimraum ist. Also es ist ein Trinket und wenn man das dann halt hat und dann irgendwie Steine kaputt macht, dann ist die Chance höher, dass da unter dolige Geheimräume sind. Genau, so, mehr wollte ich gar nicht sagen. Die Challenge gestaltet man frei, wenn man das Polaroid das erste Mal aufsammelt. Oder wenn man es freischaltet, eins von beiden, irgendwas mit Polaroid auf jeden Fall. Und Ende ist beim Blue Baby. Das heißt, wir müssen uns quasi selber vernichten, um das hier zu schaffen. Was mich übrigens wundert, aua, shit. Ah, das zieht doch noch ein ganzes Leben ab, okay, nicht cool. Was mich wundert ist, dass hier... die Trophäe ausgegraut ist. Aber ich krieg trotzdem die Errungenschaften, deswegen. Die ist ein bisschen merkwürdig. Ich hole mir einfach mal ein Herz hier. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann hole ich mir noch das. Und dann sind wir erstmal wieder glücklich. So, Hallöchen. Einmal bitte fliegen. Ich glaube, ich werde mich mehr selbst verletzen mit Bob's Brain, als ich damit andere verletze. Aber das ist ja normal bei Bob's Brain. So. Und wegen den Thunder Tides wird es uns auch nichts bringen, irgendwie fliegen zu können, weil wir trotzdem die ganzen Steine dann immer kaputt machen. Naja gut, wir haben auf jeden Fall 2 Bomben. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal kurz nachschauen, ob hier der Geheimraum ist. Ist ja tatsächlich. Vielleicht kriegen wir... Oh, nettes Zeug. Nehmen wir mal mit. Ist ein bisschen Schaden. Auf jeden Fall. So, ja. Die können wir eigentlich auch mal in die Luft... Komm, wir sprengen die in die Luft. Mal gucken, vielleicht kriegen wir was Schönes. Ja. Gar nicht so kacke, so 2 Münzen. Kann man machen. Ob jetzt eine Bombe für 2 Münzen eine gute Wahl war, ist die andere Frage. Aber wir haben 2 Münzen. Übrigens schön, wie sich die Gehirne einfach mitdrehen, wenn man sich dreht. Ich setze einfach mal die Schere ein. Was war das genau für eine Schere, ist die Frage. Ja, ist doch eigentlich die OP-Schere, oder nicht? Egal. Ach, die sind ja auch noch vergiftet. Oh, nice. Das bringt uns überhaupt nichts. Naja, doch, das Speed-Up vielleicht ein bisschen, aber sonst. Das ist, glaube ich, diese starke Schere, die wir haben. Wo dann unser Kopf von dem Körper getrennt wird und der Körper greift dann an. Das ist eigentlich ganz geil.
So, komm, Attacke! Attacke! Fuck. Attacke! Sehr gut. Okay, jetzt habe ich wieder nix. Da greife ich halt damit an oder so. Damit ist es halt ein bisschen blöd anzugreifen. Komm. Yes! Geil. Okay, noch ein blaues Herz. Gut, wir sind wieder beim Start mit unseren blauen Herzen. Au, oh fuck. Und können wir mal mit dem, da wir noch keinen Twinket bisher hatten. Small Walk. Weiß ich gar nicht, ob das was mit den Bobs Wains bringt. Hilfe. Ah, so viele. So viele schöne Steine hier. Oh Gott. Alles kaputt machen. Ich brauche hier Platz. So. Shit. Ich kann damit nicht anvisieren. Oh nein. Bumm. Zack, zack. Bumm. Bumm. Okay, sehr schön. Was natürlich sehr schön wäre irgendwie ein Lucky Walk oder sowas. Weil dann würden wir viele bunte Münzen in den Stein finden, wenn wir sie kaputt machen. Das wäre eigentlich ganz cool. Dann wären wir nämlich sehr, sehr reich. Vor allem in diesem Raum. Dann hätten wir hier schon, weiß ich nicht, auf jeden Fall locker 30 Münzen bekommen. Wäre schon ganz geil. Also wenn wir den Lucky Walk irgendwie bekommen könnten, fände ich das schon gut. Aber ich bin jetzt auch gerade so zufrieden. 3,5 Leben, das geht noch. So, ich könnte jetzt natürlich ausprobieren, ob ich über die Stacheln laufen kann. Aber machen wir mal nicht. Wir schauen hier aber mal rein. Wieder genau derselbe Scheiß wie eben. Naja, wir holen uns das blaue Herz natürlich. Uah. Ich glaube, blaue Herzen werden wir auf jeden Fall noch gebrauchen können. Oh nee, ja geil. Ihr Bastarde, ihr wart zu schnell. Also ein bisschen Geschwindigkeit wäre für uns auch noch ganz gut. Dass wir uns nicht selber treffen. Aber sollen wir wenigstens so ein halbes Leben verloren, statt ein ganzes. Oh, ich hätte warten sollen, bis wir unsere Bobs. Bis wir unsere Bobs-Fans wiederbekommen haben. So, komm, greif an. Greif an. Greif an, Körper, greif an. Dankeschön. Okay, aber was gut ist, ist, dass unsere Kugel da hinter uns. Hat es nicht auch mal ein schwarzes Herz gegeben? Dass die Kugel hinter uns auch Sachen abfängt. Das ist ganz gut. So. Ein Schlüssel. Okay. Okay. Nehme ich mal an mich. Goldene Räume gibt es da sowieso nicht. Wir könnten noch höchstens nach einem Geheimraum halt suchen. Aber ansonsten möchte ich hier gar nicht so viel Zeit verschwenden. Gucken wir hier nochmal kurz nach. Das wäre ganz schön, wenn er da ist. Schade. Dann hätten wir nämlich noch in den Stachelraum gekonnt, ohne ein Leben zu verlieren. Ja, okay. Also Geheimräume lohnen sich auf jeden Fall. So, 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 so. Was wäre denn sonst noch so wünschenswert? Noch ein Bob Swain wäre ganz cool. Also ein Bob Swain würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Wenn wir schon 3 haben, wieso nicht noch mehr? Da bauen wir so eine richtig schöne Armee auf. Oder halt diese Kiste, die Lilith hat. Aber ich weiß gar nicht, ob die andere Charaktere dann auch haben können. Kann man die einfach so finden? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Begleiter von Lilith Incubus heißt. Ja, hat mir auch jemand geschrieben in den Kommentaren. Jetzt weiß ich wieder ein bisschen mehr. So. Sehr schön. Okay, ist ein bisschen eng hier. shit. Okay, seit wann können die so komisch dashen? Egal. Ach, das kann man ja alles kaputt trampeln. Stimmt, ganz vergessen. Okay. Na, was kriegen wir hier? Turfclubs. Ja. Setzen wir mal ein. Dann haben wir wenigstens 2 Bomben. Und die Fool-Karte können wir ja eigentlich auch gut einsetzen. Schauen wir mal, wann wir sie benutzen werden. Aber der ist ja süß. Guck mal, der Kleine. Die kleine Made da. Die war ja richtig süß. Oh. Ah, oh, das finde ich süß. Ja, süß. Ja, machen wir mal auf. Das ist natürlich auch interessant. Oh, wir können hier Bobs Typi werden. Wir können Bob werden, oder wie der heißt. Ja, das ist der zweite Bob-Item. Okay, wenn wir jetzt noch ein drittes Bobs-Item finden, dann würden wir zu Bob werden. Oh, das hätte was. Das hätte wirklich was. Oh, aua, shit. Ey, das wäre richtig cool. Es gibt nämlich noch so eine. Nee. Es gibt noch eine Verwandlung. Die heißt. Ich weiß nicht, ob die genau Bob heißt, aber irgendwie sowas. Ich glaube aber, die heißt Bob. Und mit der Verwandlung.
Das zählt jetzt schon. Wir haben jetzt schon zwei Bob-Items gehabt. Mit der Verwandlung ist halt die Frage, ob Bob's Brain auch zählt. Ja, müsste eigentlich. Mit der Verwandlung würden wir dann eine Spur hinter uns herziehen. Ja, eine Spur hinter uns herziehen, die Schaden macht. Oh, ich will darüber. Halt so eine grüne Spur, so eine Giftspur, sag ich mal. Und das wäre auch nochmal ganz cool. Okay, dafür brauchen wir nur noch ein Bobs-Item. Also entweder Ipecac oder... Was gibt's denn sonst noch? Es gibt noch ein weiteres. Weiß allerdings gerade nicht, wie es heißt. Oder welches es ist, besser gesagt. Bob's Brain, könntest du bitte nochmal wiederkommen? Danke. Los, Flieg und Sieg! Ach, verdammt, Flieg und Sieg! Ah, verdammt, Flieg und Sieg! Ah, verdammt! Okay. So. Okay, wir kriegen hier auf jeden Fall coolen Stuff. Das eine blaue Herz hätte ich gerne noch irgendwie. Mann! Aua! Nee, das tut doch weh! Wieso macht ihr das? Aua, shit! Nein! Ich verliere hier zu viele Leben. Verdammt, ich habe nur noch zwei Leben. Ach Gott. Ich werde hier sterben. Was kriegen wir? Nix. Oh Mann. Kacke. Los, 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 flieg doch! Die brauchen so lange, um sich mal zu entscheiden, dass sie fliegen sollen oder nicht. Und dann treffe ich mit den Dingern nicht. Okay. So, zwei Leben. Das passt schon. Hallo, Gerdy. Hier, greif mal an. Mach mal alles kaputt. Nein, nein, oh fuck. Okay. Ah, ich kann mich ja nirgendwo hinter verstecken, ganz vergessen. Oh fuck. Okay. Haben ja noch ein Leben. Muss lang. Oh verdammt. Bitte blaues Herz. Kein blaues Herz für uns. Das ist ein bisschen traurig. Hierophant. Infestion, okay. Death. So cool. Also mit einem blauen Herzen fühle ich mich nicht sicher. Wenn wir uns jetzt einmal selbst in die Luft sprengen mit dem Bob's Brain, dann sind wir tot. Das ist jetzt nicht ganz so gut. Oh nein, das ist so ein typischer Raum, in dem man... Nein! In dem man sich selber in die Luft sprengen könnte. Oh Gott, geht weg von mir. Nein, nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Okay. Ah! Toll, jetzt muss ich... Oh, ein Geheimraum. Da will ich noch rein. Moment. Kannst du bitte... Oh, fuck. Okay, der ist tot. Und der ist auch tot. Supi, 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 supi. Was bist du? Eine Rage-Stop-Pille. Ist mir relativ wumpe. Was haben wir hier? Hoffentlich was Gutes. Okay, eine graue Kiste mit hoffentlich keinen Gegnern drin. Sondern... Ja. Wieso glitscht das Ding so rum? Verdammt, wir brauchen blaue Herzen. Kriegen wir denn jetzt blaue Herzen her? Wo ist der Shop? Waren wir schon im Shop? Nö. Dann muss der ja quasi hier irgendwo links sein. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Ein Hit und ich bin tot. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Fuck. Oh, Mann. Okay, da haben wir wenigstens den Shop mit blauen Herzen. Nee, aber Chaos. Ja, nehmen wir mal mit. Eventuell kriegen wir ein blaues Herz. Nein. Nein, nein, nein. Nicht gut, nicht gut. Ich nehme mal die Pille mit. Ich hoffe, es ist Hierophant. Es ist nicht Hierophant. Was bist du? Justice! Justice. Ah, hat uns auch nichts gebracht. Ah, verdammt. Ach, Mann. Verdammte Hacke. Bist du vielleicht Hierophant? Bitte, 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 bitte. Ah, wieder nur infested. Was ist das? Will nicht infestet haben, ich will Hierophant und blaue Herzen haben. Ganz viele blaue Herzen. Oh Gott. Wieso können wir auch nicht fliegen? Wir können fliegen, wir können fliegen, wir können fliegen. Ich hole mir das blaue Herz da drüben. Ich hole mir das blaue Herz. Lalalalalala. Wir können fliegen, weil wir die Schere haben. Ha! Noob. Als ob ich da nicht rankommen würde. Okay. Gut. Dann können wir wenigstens einmal getroffen werden, ohne dass wir gleich sterben. Das ist doch schon mal nett. Ich kriege hier immer wieder Angst. Dann können wir nochmal kurz nachgucken, ob hier der Geheimraum ist. Müsste eigentlich. Okay. Gut. Dann haben wir hier in der Ebene alles gemacht, glaube ich. Auch recht viel Leben verloren. Das ist ja auch immer ganz schön. Ach Gott. Also mit 1,5 Leben sehe ich das nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin. Aber wir schauen mal. Ach Gott, das ist die vierte Ebene und wir müssen noch bis zum Blue Baby kommen. Dieser
dieser blaue Pyjama wäre ganz cool. Oh, warte. Ist das gut? Mit Bob Swain ist das gut? Blasting Damage? Ich setz mal so Fool ein. Keine Lust, gegen das Ding da zu kämpfen. Oh nein, gegen euch habe ich auch keine Lust. Okay, ist eigentlich ganz cool, oder? Dann hinterlassen wir immer so eine Brandspur. Ich glaube, das ist gut. An der wir uns ja, glaube ich, sogar nicht mal selbst wehtun können. Okay, also es ist auf jeden Fall Damage up gewesen. Blaues Herz vielleicht. Komm schon, Hierophant. Ah. Ich bin kein Wizard, nein. Ich hätte gern eine Hierophantenpille. Hier, bitte ein blaues Herz. Oh, ach, wegen Chaos ist jetzt hier auch ein Pentagramm drin. Aber ein Pentagramm bringt uns nichts. Deswegen nehmen wir die Lost Fly mit, die ich auch noch nie hatte. Die fliegt einfach nur im Raum rum, oder was? Und macht Gegner dann Schaden oder so? Keine Ahnung, ey. Wow, danke. Danke für den Hit. Das hat mir gut getan. Ich werde hier sterben. Gut, das wäre sehr lächerlich. Oh Mann, da kriege ich eine Lost Fly und kann nichts damit anfangen. Toll. Okay, das war ein sehr blöder Tod. Also Maden sind, glaube ich, echt mein Erzfeind. Menno, wir hatten die Chance auf Bob. Wir hätten Bob werden können. Wir haben diese Chance nicht genutzt. Toll, jetzt haben wir wieder nur unsere Bob Sprays. Oh, kacke. Ja, kann ich gleich schon neu anfangen? Wenn ich so früh ein Leben verliere, dann nö. Oh Mann, oh ey. Geht doch mal. Oh, ein Smallrock. Geht mal weg von mir. Wir sind viel zu nah immer dran. So. Nö. Wieso macht Bob Swain noch einen ganzen Schaden? Also Wafer wäre auch noch ganz gut. Schieß doch. Danke. Das ist immer so verzögert, bis die mal schießen. Warum? Das Schade ist ja, wir hatten eben quasi einen Fliegen. Hätte ich eben einsetzen sollen. Dann wären wir wahrscheinlich nicht gestorben. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Oh Gott, was bist du denn für ein krasses Viech? Oh Gott, geh weg von mir. Du bist ja gemeingefährlich. Du auch. Oh nee. Okay. Alles gut, alles gut. Alles gut, Leute. Alles gut. Na, irgendwas drin? Nö. Vielleicht sollten wir sogar den Scheißhaufen behalten. Jedenfalls wirst du nichts Besseres haben. Weil... Da können ja blaue Herzen drin spawnen, gell? Ja, da können blaue Herzen drin spawnen, Leute. Blaue Herzen sind gut. Okay, dieser One wird was, ich sag's euch. Und der... Der Windstrake leidet ja nicht darunter, wenn man den Challenges verliert, oder? Alter, ist das kacke, wenn die einen verfolgen und man einfach nicht schnell genug ist, um die abzuschütteln. Na komm. Na komm, irgendwann treffe ich dich. Irgendwann treffe ich dich, du kleine Spinne. Ja, kleine Spinne, willst du ein Spielchen spielen, hä? Willst du ein Spielchen spielen? Los, weich doch allen Dingern aus. Weich sie doch aus. Oh, hast du es nicht hinbekommen? Das tut mir leid. Oh nein, wir sehen nicht, wie viel Leben wir haben. Aber wir wissen ja, dass wir 5 Leben haben. Oh nee, ich hasse solche Räume. Komm mal her. Na, oh, du Arschloch. Immer diese Bastardgegner hier. Ich hasse springende Gegner. Ich hasse sie wirklich. Also ich glaube, Womp wird sogar... Nee, Womp ist auch blöd. Da sind ja auch so viele Sachen, die einen verfolgen. Also nur Bob Sprain zu haben, ist irgendwie nicht so ganz knorke. Jetzt haben wir nur noch 3 Leben. Manno! Vor allem, weil Bob Sprain immer so langsam ist. Okay, hätte ich ein paar Schlüssel, dann wäre das sogar ziemlich lukrativ hier. Habe ich aber leider nicht. Ich habe leider nur einen Schlüssel. Jetzt habe ich sogar nur noch 2 Leben. Okay, also diese Challenge ist dann doch schwerer als gedacht. Du blöde Fliege! Ich brauche halt irgendwas um mich rum. Irgendeinen Cube of Meat oder sowas. Das wäre noch ganz cool. Oder halt Mom's Knife oder so. Das wäre auch noch ganz schön. Ich finde es blöd, dass Bob Sprain nicht von Anfang an schon fliegen kann. Nein! Geht weg von mir!
Alle weg. Judgment. Okay, nur so ein blöder. Nein, 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 nein. Stirb. Oh Gott, noch mehr Gegner. Warum mache ich mir immer mehr Gegner? So. Oh, Spinne. Gehen wir da hoch, ja? Ja, nein, das war perfekt. Genau, gehen wir da hin. Und zack. Haben wir den auch gleich in die Luft gesprengt, ohne eine Bombe einsetzen zu müssen. Das ist hier auch immer ganz schön. Pam. Okay. Kein blauen Herzen. Dann schauen wir mal beim Boss vorbei. Hallo, Dinkel. Los, flieg, 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 flieg. Bam. Bam. Los, flieg. Flieg und Sieg. Flieg und Sieg. Flieg und Sieg. Ja. Oh, fuck. Nein. Hilfe. Ich darf nur das Ding nicht kaputt machen, dann ist alles gut. Bam. Bam. Ich kriege überall nur rote Herzen. Das ist nicht ganz so toll. Gibt auf jeden Fall Besseres. Wo ist mein Bob's Brain hin? Da ist mein Bob's Brain. Attacke. Attacke. Los. Los. Ah. Ich hasse das. Die sind so verdammt delayed. Was kriegen wir hier? Hierophant vielleicht? Nö. Genau das Gegenteil. Okay, ein paar Bomben sind auch nicht so schlecht. Zum Mut ist auch okay. Ein schwarzer Sack. Ah! Was ist das? Was? Was zur Hölle macht das? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir können ein Pentagramm auf dem Boden malen und Dämonen herbeizaubern oder so. Ich habe keine Ahnung. Kann man das irgendwie gut einsetzen? Ich habe dafür gerade 3 Leben geopfert. Scheiße. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Das ist allerdings ein sehr schönes Item. Book of Revelations wird uns auf jeden Fall den Hintern retten. Stimmt, wieso ist mir das denn nicht eingefallen, dass wir Book of Revelations sehr gut gebrauchen können? Oh, ein... Okay, auch sehr interessant. Ich nehme mal das mit und das hier. Ich hoffe einfach mal, dass es Hierophant ist. Das ist eine Telepille, die uns in einen interessanten Raum bringt. Mit ganz viel Feuer. Das uns wehtut. Geil. So. Okay, noch nie gesehen, so ein Raum. Aber sieht ja ganz interessant aus. Gut, ansonsten war es das soweit. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Leben. Und haben das Book of Revelations, was uns auch sehr helfen wird. Und wir können geile Pentagramme auf dem Boden malen. Ist das nicht toll? Hier, ich male jetzt ein Pentagramm hier hin. Oder auch nicht. Geht das hier nicht? Ach, hier geht das nicht. Doch, da, ein Pentagramm. Und dann bringt mir das nämlich de facto gar nichts. Aber ich kann Pentagramme auf dem Boden malen. Hä? Okay, muss ich erstmal noch irgendwie rausbekommen, was man damit macht. Hier, ein großes Pentagramm. Wollt ihr mal herkommen und gucken, ob ihr Schaden in dem Pentagramm... Oh, ihr kriegt Schaden in dem Pentagramm. Toll. Und dafür habe ich 3 Leben geopfert. Ist das euer Ernst? Scheiße. Ist ja voll das Scheiß-Item. Ja, lauft in mein Pentagramm rein. Ihr werdet alle sterben. Was ist das denn für eine Kacke? Bringt das noch irgendwas anderes außer das? Aber es war ein neues Item. Ich muss das mitnehmen. Bam. Warte, da schauen wir doch mal nach, ob das noch irgendwas anderes macht. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Wie sah denn das nochmal aus? Ist die Frage. Finde ich das jetzt hier auf die. Da, das da. Wir spawnen ein Pentagramm-Symbol und so viel wird stets 10 Damage per Tick, immerhin. The trail of black powder left on the floor will quickly disappear, meaning ja. Okay, also es macht einfach nur Schaden, 10 Schaden, das ist immerhin einiges, wenn die da reinlaufen, aber sonst... Wann laufen die Gegner dann bitte mal in den Kreis rein und wann hat man bitte Zeit, einen Kreis zu malen während des Kampfes? Das ist ja ein bisschen... Bisschen sehr bescheuertes Item. Okay, hier, bei denen könnten wir es austesten. Wieso war das kein Kreis? Das ist ein Kreis. Okay, wir malen einfach ein paar Kreise. Haha! Ja, nice. Gar nicht mal so kacke. Ich male jetzt Kreise und vernichte euch damit. Haha! Was haltet ihr davon? Okay, irgendwie bringt das nicht so richtig viel. Aber wenn man irgendwann mal einen Kreis bildet, randommäßig,
dann ist das bestimmt ein ganz tolles Item. Also so wenig Schaden macht es nicht, aber wie gesagt, die Einsatzbereiche davon sind ein bisschen arg klein. Ach, guck mal, da haben wir einen Kreis gebildet, obwohl ich gar keins bilden wollte. Also dafür ist das cool, wenn man irgendwie immer so komisch ausweichen muss. Aber dann müssen halt die Gegner auch noch da reinlaufen, was halt ein bisschen nicht so geil ist. Egal, wir sind jetzt der Förster Finsternis, das sind wir. So. Und vor allem, wenn uns hier jetzt einfach Gegner die ganze Zeit verfolgen, ist das, glaube ich, auch gar nicht mal so kacke. Könnten wir einfach einmal im Kreis laufen, dann kriegen die Schaden. Wenn wir halt mit Bob's Brain jetzt nicht so Zeug machen wollen. Da. Ich habe einen Kreis gemacht. Wieso funktioniert das nicht? Kreis. Kreis. Bilde doch den Kreis. Schön, dass das nicht funktioniert. Dann halt auf die altmodische Weise. Obwohl, wollt ihr nochmal runterkommen? Hier, ich habe einen Kreis gebildet. Ha. Ich stirb dran. Okay. Okay, bleibt immerhin relativ lange. Das Pentagramm-Ding. Tja, da haben wir wieder ein Leben, damit wir nochmal einen Raum überleben. Oh. Bam, 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 bam. Ach ja. Der Wort ist ja auch schon wieder echt toll oder so. Bup, 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 bup. Jo. Gut. Also, der Wort eben war, glaube ich, besser von den Items, die wir hatten. Mit der Schere vor allem. Ach, wow, ich treffe nicht. Komm schon. Ja, gut, bilde ich halt ein Pentagramm um dich rum. Ha, was hältst du davon? Hä? Was hältst du davon, wenn ich ein Pentagramm um dich rum zeichne, hä? Ja, da stirbst du. Okay, Pentagramm hat mal was gebracht. Geil. So, für euch kann man auch ein schönes Pentagramm bilden. Wollt ihr alle in mein Pentagramm laufen? Okay, hier, Pentagramm. Ah, verdammt. Warte, warte, ich krieg noch eins hin. Pentagramm. Dam, 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 dam. Yes, okay, der eine ist gestorben. Der wird auch sterben an dem Gift. Bam, bam. Okay, die sind alle tot. Perfekt. Okay, das Pentagramm ist gar nicht so schlecht. Drei Leben hätte man dafür vielleicht nicht ausgeben sollen, wenn man die Wahl hätte. Oh, eine Spiderspinne. Lass mal ausprobieren, ob wir irgendwie die Spiderspinne noch bekommen, vom Geld her. Kann ja nicht so schwer sein. Komm hier, ich bilde mal ein paar Pentagramme hier. Oder auch nicht. Da, ein Pentagramm. Lauft alle da rein. Okay, dann nicht. Oh Gott. Komm, gebt mir euer IP-Kick. Ich brauche es, um Bob zu werden. Schade. Gut. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht genug Geld. Es sei denn, wir finden irgendwie den Geheimraum, wo 10 Münzen drin sind. Wir haben 12. Wir haben 12 Münzen. 12 Bomben. Okay, dann schauen wir auf jeden Fall mal kurz nach. Ein Augenblick. Zack. Da ist er nicht. Dann muss er eigentlich hier unten sein. Mit ganz viel Geld. Okay, immerhin 6 Münzen. Fehlen nur noch 4. Wie gesagt, hätten wir diesen Lucky Rock, dann wäre hier überall was unter. Okay, aber da ich diese Spider-Spinne haben möchte, da ich glaube, diese Spider-Spinne ist sehr, sehr geil, werde ich tatsächlich nochmal den letzten Raum hier machen. In der Hoffnung auf etwas Geiles. Verdammt. Okay, naja. Hat uns nichts gekostet, außer ein bisschen Zeit. Wir könnten noch nach einem Supergeheimraum suchen. Waren wir unten schon drin? Waren wir schon dran? Haben wir schon alles gemacht? Okay. Wir können nicht fliegen, das heißt, da kommen wir nicht ran an den Schlüssel. Supergeheimraum ist ja meistens irgendwie beim Boss in der Nähe. Genau. Genau, 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 genau. Den schauen wir mal, ob er hier ist. Okay. 4 Münzen wären ganz schön. Oder Pillen. Ah, okay. Wir werden klein und süß. Himmel ist eigentlich egal. Das ist auch nicht so toll. Okay, schade. Aber wir sind ganz klein. Das heißt, wir werden weniger getroffen. Und sind süß. Irgendwie. Auf eine bestimmte Art und Weise. Vielleicht gibt der uns ja nochmal einen Dime oder sowas. Nö. Fuck, ich will das haben. Du Bastard, ich will das haben jetzt. Ich will das wirklich haben. Ansonsten könnte ich mir auch 2 blaue Herzen kaufen. Aber kann ich da jetzt durch? Nö. Aber ich bin doch so klein, ich muss doch da irgendwie durchkommen.
Pestilenz, oh, sehr schön. Wie groß er ist im Gegensatz zu uns. Holy shit. So, so, okay. Ach, wir können ja alles kaputt machen, ganz vergessen. Pentagramm! Ah. Okay, fliegende Sachen kriegen keinen Schaden dadurch. Schade. Gut. Hier, ich bilde ein Pentagramm. Okay, immer eine Schadensquelle. Jetzt habe ich aber nicht genug Geld. Das finde ich doof. Na gut, dann holen wir uns zwei blaue Herzen. Wenn das Spiel das nicht anders will, dann ist das halt so. Den holen wir uns einmal hier das blaue Herz und da das blaue Herz. So. Gut, ist wahrscheinlich auch die bessere Variante, aber ich hätte schon gern gewusst, was diese Tech-Spinne macht. Naja, wie einfach der Cube of Meat genauso groß ist wie wir. Auch sehr schön. Oh Mann. Oh, schon die vierte Ebene? In dieser Ebene sind wir beim letzten Mal gestorben. Ob wir es diesmal schaffen? Man weiß es nicht. Oh, da kommen schön viele Gegner raus. Das ist toll. Hey, guck mal, ich kann ein Pentagramm machen. Dann kriegst du Schaden. Haha. Was? Komm her. Ich habe ein Pentagramm extra für dich gemacht. Okay, dann nicht. Bum, bum. Da komme ich sogar tatsächlich hier rüber. Ist die Frage, ob ich das will. Eine graue Kiste. Ja. Kann man mal machen. Dann bilden wir nochmal ein Pentagramm, einfach weil es hübscher ist. Dann bilde ich noch ein Pentagramm. Und dann kann er mal hüpfen. Los, hüpf, hüpf, hüpf. Ich bilde ganz viele Pentagramme für dich. Nur für dich. Hüpf jetzt. Ja, haha. Willst du nochmal hüpfen? Ich habe noch ganz viele Pentagramme. Wo das herkommt, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch viel mehr. Viel mehr Pentagramme. Pentagramm, yes. Haha. Bist in meine Falle getappt. Und den machen wir einfach mal mit dem Cube of Meat. Verdammt, haben wir ein Leben verloren. Oh, das ist doch perfekt für das Pentagramm, oder? Okay, nein, wir haben nicht genug Zeit dafür. Aber es ist voll süß, wie die Schadensgeräusche sind. Gut, ich habe jetzt ein paar viele Leben verloren, weil ich ein Pentagramm bilden wollte. Aber egal. Oh Gott. Immerhin kriegen wir ein halbes rotes Herz dafür. Ich bitte euch, das hat sich gelohnt. Oh Gott, ich hasse euch. Ich hasse diesen Raum. Diesen Raum mit Bob's Brain ist nicht cool. Okay. Okay, auch ein sehr interessanter Raum da oben. Ach stimmt, wir kriegen die ganzen Bomben, weil wir den Matchstick haben. Hab mich schon gewundert, warum wir so viele Bomben bekommen. Aber jetzt, Leute, ergibt alles einen Sinn. Wieder ein Pentagramm, das ich gar nicht herstellen wollte. Oh Gott, der Teufel steckt in mir. Ich mache einfach so Pentagramms, ich weiß nicht mehr, was ich tue. Flieg, bevor er weg ist. Oh Mann. Okay. Vier Herzen für uns. Da hätten wir einen Stachelraum. Die ist erledigst du, Toya. Ein ganzes Leben für den Stachelraum? Nee. Also drei Leben. Oh. Für das Pentagramm, das hat sich gelohnt. Aber ein Leben für so einen Stachelraum, wo noch was viel Geileres drin sein könnte. Ne, das mache ich nicht. Sowas mache ich nicht. Oh Gott, nicht, dass wir hier ertrinken. Weil wir so klein sind und hier überall Wasser ist. Oh Gott, oh Gott. Einfach mal beim Vorbeigehen getötet. Kann man auch mal machen. Nein, 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 nein. Bitte nicht wehtun. Wehtun macht keinen Spaß. Wehtun ist nicht witzig. Auch wenn ihr vielleicht eine andere Definition von Witz habt. Ich stehe dich so auf Sadomaso. Oh Gott, hört auf mich abzuwerfen. Vielleicht noch irgendwo was Schönes drin. So ein Geheimraum oder so. Das wäre ja auch mal ganz schön. Nö. 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 Na gut.
Denn ich. Ein bisschen Geld wäre auch ganz cool. Ich mag... Wow, Geld. Gut, dass wir den Cube auf Miet haben. Der hat uns schon ein paar Mal vor Schaden bewahrt. So. Fleisch. Bitte. Danke. Was haben wir hier? Einen Schlüssel. Wir haben genug Schlüssel. Wir könnten eigentlich mal ein paar Schlüssel hier spenden. Komm, gib mir was Schönes. Ich weiß, du willst mir was Schönes geben. Was gibst du mir? Eine graue Kiste mit einem Schlüssel drin. Okay, hast du noch mehr? Ich meine, wir brauchen die Schlüssel sowieso nicht für goldene Räume oder sowas. Daher können wir ihnen die auch gerne geben. Wir kriegen eine Explosionsfliege. Gehört die zu den Bobs-Sachen? Nö, ne? Die gehört zu den Fliegensachen. Okay, noch ein Teil, das explodieren kann im Raum. Auch sehr schön. Ich meine, wir sind Sammler von explosivem Zeug. Da ist es Pflicht, dass wir sowas haben. Sehr gut. Oh, eine Pille mit Bettgas. Ja, geil. Können wir auf jeden Fall auch einsetzen. Sterb dran. Gut, waren wir schon im Shop? Nein. Wir haben allerdings auch nicht so viel Geld dafür. Wir machen aber nochmal die anderen Räume hier. Einfach, damit wir unser Book of Revelations ein bisschen aufladen können. Oh, guck mal, wie süß. Okay, so ein kleines Ding macht trotzdem so große Tränen. Sehr interessant. So. Schieß. Und schieß. Ein Schlüssel, okay. Immerhin. Und wo ist jetzt der Shop? Aber es sieht mir hier gerade sehr stark danach aus, als wenn hier der Geheimraum wäre. Oder auch nicht. Kann er nicht sein. Wir haben den Geheimraum schon. Okay, da ist der Shop. Wir könnten aus dem Geheimraum in den Shop gehen. Das machen wir gleich mal. Dann würden wir einen Schlüssel sparen. Und Bomben haben wir sowieso genug. Zack. Denn lass mal nachgucken. Vielleicht ja ein blaues Herz oder sowas. Vielleicht auch irgendwas Vergünstigtes. Nö, aber eine Pille mit... ja. Gut. Gebe auch Besseres, aber... Ist okay. Was ist dann eigentlich, wenn man dieses Unendlichkeitsding hat? Wenn man dieses Unendlichkeits-Item hat, wo die Tränen durch die Wände durchgehen und wenn man dann noch Bob's Brain hat. Fliegt dann Bob's Brain tatsächlich so lange durch den Raum durch, bis es irgendwas trifft? Das wäre ja cool. Dann hätte ich das gerne, das Item. Ja, ich habe ja ein Pentagramm hergestellt oder auch nicht. Irgendwie bin ich heute nicht im Pentagramm-Feeling. Ah. Okay, schwarze Herzen, blaue Herzen. Und Bomben. Nice. Gib mir das. Ich bin so klein. Was haben wir hier? Oh ja, genau. Mach doch den Raum noch ein bisschen kleiner. Holy shit. Ich habe nur Explosionsschaden. Und dann ist der Raum so klein. Oh mein Gott. Okay. Egal. Wir sind weitergekommen als in der letzten Runde. Yes. 5. Ebene. Okay. Soweit, so gut. Läuft bei uns. Ja. Yeah. Noch eine Bad-Gas-Pille, okay. Finde ich gar nicht so scheiße. Kann man auf jeden Fall was mitmachen. Und so wenig Schaden macht die Bad-Gas-Pille gar nicht. So. So. Dann noch einmal. So. Okay. Ihr seid ja kein Problem. Euch vernichte ich sogar mit meinem Fleisch. Plupp. So, und noch ein Leben mehr. Okay, also unserem Leben geht's gut. Das ist schön. Das ist schon ein Leben geben. Ja, ja, ja. Leben gut gehen ist toll. Ich mag Leben gut gehen. Aber da die Folge jetzt zu lang wird, wird das Video richtig spät erst online kommen. Weil es jetzt schon... Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Wie spät ist es? Ist gleich schon 8. Ach du Scheiße. Ah, nee. Also um 8 ist das Video fertig. Dann muss ich das rendern.
da das Video locker eine Stunde werden wird, wird das dementsprechend lange dauern. Eine Stunde rendern wird... Keine Ahnung. 2 Stunden rendern? Fuck. Dann ist das Video erst um 10 fertig. Dann muss ich das hochladen eine Stunde. Ja. Also das Video wird dann wohl erst gegen 23 Uhr kommen. Geil. Ja. Oder halt erst morgen. Naja. The World. Setzen wir mal ein. Oh Gott, das ist eine große Ebene. Hier noch. The Sun. Okay, auch sehr schön. Auch sehr schön, auch sehr schön. Oh, der ist groß. Guck mal, wir sind so klein und der ist so groß. Papi, bist du's? Ach Gott, Papi, ich hab dich umgebracht. Und... Boom. Noch ein Schlüssel. Oh Gott, wir sind hier... Wir haben viel zu viele Bomben und viel zu viele Schlüssel und überhaupt alles haben wir hier im Überfluss. Wir sollten ein bisschen von unserem Zeug abgeben. Wieso gibt es eigentlich keine Bettler, die Bomben haben wollen? So Alu Akbar Bettler oder sowas. Okay, war nicht witzig, vor allem nicht wegen Paris gerade. So. Von daher ist dann halt doch irgendwas am Freitag, den 13. noch passiert, ne? Und zwar war es nicht so ganz tullig. Oh, ein Baby. Wir können endlich... Oh, wir können mit Tränen angreifen. Ja, geil. Okay. Mal gucken, ob wir das irgendwie einsetzen können. So, dann wissen wir auf jeden Fall noch, dass da der Geheimraum ist. Ein bisschen Geld wäre schön. Ja, sieht aus wie Geld. Bist du Geld? Schmeckst du nach Geld? Sieht aus wie Geld. Und schmeckt auch so. Aber es war Greed. Aber er hat Geld da gelassen. Okay, wir haben auf jeden Fall über 15 Münzen. Deceased, wir schauen auf jeden Fall. Auf jeden. Oh, wir hätten sogar in den Geheimraum gekonnt, ohne Leben zu verlieren. Das ist ja jetzt doof. Naja, was haben wir hier eigentlich noch? Bad Gas, Strength, The Sun. Oh Gott, ein Pentagramm auf dem Boden. Dann, aua. Machen wir das einmal so. Ah, ich müsste gar keine Bomben einsetzen, sehe ich gerade. The Sun bringt uns halt auch gar nichts, aber Strength auch nicht. Strength wird uns halt noch ein Leben geben. The Sun macht noch Schaden. Aber ansonsten. Keine Gegner, gar nichts, okay. Die knutschen sich erstmal, bevor sie hier gleich sterben. Okay, ja, interessant, was du da so machst. Nein, nein, nein. Boom. Irgendwas trifft das ja wohl. Nix getroffen? Boom, boom. Und... Boom. Und... Du bist auch tot. Stimmt, die explodieren. Habe ich vergessen. Was kriegen wir hier? Two of Diamonds. Two of Clubs. Two of Diamonds. Fuck, haben wir viele Bomben. Hier ist noch irgendwo ein Gegner. Wo denn? Ach, da oben. Hi, ne? Hast du dich versteckt? Nun gut. Was haben wir hier? Ein blaues Herz. Eine Card Against Humanity. A card against humanity. Okay, da sind noch freie Stellen, aber wollen wir mal nicht so pingelig sein? Infested? Wieso hat er das jetzt nicht gesagt? Wenigstens geht das jetzt hier mal ganz schnell mit den Thunder Tides.
Oh Gott. Was ist ein bescheuerter Raum? Und nirgendwo ist das Twinkie drin. Willst du mich verarschen? Nö. Wahrscheinlich wieder im allerletzten Kackhäufchen. Ja, natürlich im allerletzten Kackhäufchen. Wo auch sonst, Leute. Ich krieg das immer im letzten Kackhäufchen. Ist das normal? Macht das das Spiel mit Absicht? Oder ist das vorher schon random basierend irgendwo reingepackt worden? Dann frage ich mich, warum ich das immer mit eines der letzten Kackhäufchen erst bekomme. Egal, ich nehm's mal mit. Ich nehm's mal mit. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld bekommen. Was jetzt nicht so viel bringt. Ich hätte Pentagramm machen sollen. Ich hab's gewusst. Da, Pentagramm. Stirbt dran. Ja, ihr stirbt alle an meinen... Okay, du nicht. Warum du nicht? Na gut, dann explodierst du halt. Ach Gott. Was hatten wir hier sonst noch? Nur Karten. Okay. Ja, nö, also dann können wir eigentlich diese Ebene soweit verlassen. Ja, ich glaube, das ist ein Plan. Ein kleiner Plan, Mr. James. Jo. Ich weiß nicht mehr, worüber ich reden soll. Das tut mir leid. Oh, guck mal. Das ist natürlich auch interessant. Nehme ich, glaube ich, mal mit den Black Lipstick. Weil schwarze Herzen, guck mal, hat sich schon gelohnt. Natürlich sehr gut sind als Blue Baby. Obwohl halt das Kackhäufchen-Trinket auch ganz cool ist. Ist eigentlich eines meiner Lieblings-Items, aber nun gut. So. Aber die Chance auf schwarze Herzen ist natürlich auch sehr gut. So. Dann. Ist das schon Mutti? Nö, nicht mal. Wow. Wir sind noch nicht mal bei Mutti. Oh, das dauert noch so lange, dieses Challenge hier. Ach, guck mal, der tut sich selber. Wir haben den Feuer. Was ein Vollidiot. Oh Gott. Der ist viel zu schnell. Holy crap. Au. Oh, cool. Einen zweiten. Okay. Wir haben schon zwei Sachen, mit denen wir angreifen können. Blub, blub. Nein, Hilfe. Oh, wow. Wir sind mit einer Kiste aus dem Teufelsraum in den Teufelsraum gekommen. Wow, das ist innovativ. Okay, machen wir es eben, ne? Oh, und wir müssen noch Isaac besiegen und dann kommt jetzt das Blue Bay. Oh, das dauert ja richtig lange. Holy. Okay, das wird noch eine ganze Menge dauern hier. Du bist weg. Tower bringt mal irgendwie gar nichts. Ich vernichte euch einfach mit The Sun, weil ich dann auch Überblick habe, was ich hier alles machen kann. Und dann weiß ich nämlich, dass ich da einen Geheimraum habe mit einem Super-Greed. Übrigens schön, wie sich Greed immer weiterentwickelt, ne? Vom normalen Greed zum Super-Greed, zum Ultra-Greed. Und bald kommt der Super-Ultra-Greed. Hier, ein blaues Herz, das nehme ich mit. Und ich nehme das. Nee, nehme ich nicht mit. Wäre zwar Schaden und wäre auch sehr geil, aber ich glaube, das Book of Revelations bringt uns tatsächlich mehr. Nehmen wir die Pille nochmal mit. Okay, die bringt uns gar nichts. Bum, bum, bum. Bum? Bum, Fragezeichen? Hallo, bum? Mach doch bum. Mach bum. Los. Bum. Ja, fein. Und bum. Gut, wo wollen wir noch hin? Wollen wir noch irgendwie in einen Shop oder so? Da oben ist auf jeden Fall eine Kiste. Da können wir ja mal reingucken. Was sollen wir hier vernichten? Die Schwarzen? Die Schwarzen, okay. Immer auf die Schwarzen. Die Weißen wollen wir nicht töten. Die Weißen können ja auch nicht sterben. Fast gar nicht rassistisch. Immer noch nicht? Wo lebt hier noch was? Irgendwo in der Ecke? Da unten. Oh nein, wir müssen weiße Sachen vernichten. So. Hm, aber eventuell lohnt sich das andere Ding doch. Dieses Pay-to-Play. Wenn wir halt geilen Schaden machen mit unserem Geld. Und wir haben so viel Geld, dass wir sowieso nicht spenden können, weil das eine verdammte Challenge ist. Schön, dass hier so viele Gegner kommen. Gut, also hier war irgendwie gar nichts. Haben wir nur ein paar Schlüssel verdadelt. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir Book of Revelations mit oder nehmen wir Pay-to-Play mit? Hm.
Ich nehme Pay-to-Play mit. Mal gucken, vielleicht bringt das ja was. In blöden Räumen können wir das dann einsetzen. Das ist bestimmt eine nicht ganz so blöde Idee. Vor allem, weil wir halt jetzt schon volle Leben haben. So. Attacke, Attacke. Zum Beispiel hier. Bam. Okay, so viel Schaden macht das irgendwie gar nicht. Jetzt kommen wir hier leider nicht mehr weg. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Raum voller Gegner kommt, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Aber jetzt haben wir natürlich auch wieder Leben verloren. Und wir werden noch mehr Leben verlieren. Oh oh. Ob ich mir da jetzt wieder den Sieg verdammelt habe, ich weiß ja nicht. So, wir nehmen natürlich das Polaroid mit. Jetzt kriegen wir nämlich jedes Mal ein Schild. Ja, ein Schild ist schön. Ich mag Schilde. Wieso waren wir jetzt eigentlich sofort beim Boss? Da war noch ein Raum zwischen. Habt ihr gesehen? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Naja, egal. Okay. Solange wir Geld haben und solange wir hier noch mehr Geld bekommen, können wir damit eigentlich recht guten Schaden machen. Siehst du mal, alle tot? Nö. Man hat da so viele Leben. Kriegen wir Geld? Wir kriegen kein Geld. Aber da müssen wir ja nicht so blöd rumeiern. Hier auch sehr schön. Nee. Aber da ist wahrscheinlich Geld drin. Ja. Können wir wieder einen Raum mehr überleben. Das ist auch schön. Also an Geld wird es wohl nicht mangeln. Vermute ich einfach mal. The Empress. The Empress hat einen stärker gemacht, ne? Bringt uns also eigentlich nichts. Ich hoffe, wir sind hier auf dem richtigen Weg zum Boss. Kann mir das mal jemand sagen, ob das hier richtig ist? Okay, die müssen wir allgemein sowieso so komisch töten. Ich will die eigentlich nicht töten. Komm, wir gehen mal raus. Upsala. Wir gehen mal raus. Ach, guck mal, ein Pentagramm. Wird schon der richtige Weg sein. Ja, ja. Pump. Boss. Okay, das Schild wird uns aber auf jeden Fall auch noch helfen. Auch wenn das nicht so lange anhält. Da ist der Boss, okay. Uno, dos, tres, early dude. Und hello, Boss. Du bist dead. Oh, wir kriegen den Super Meat Boy, habt ihr gesagt? Das ist ja nett. Aber warum muss denn der Raum hier so klein sein? Aua. Egal, tue ich dir jetzt so weh. Habe ich nichts gegen. Jo, wir kriegen den Super Meat Boy. Wie geil ist das denn? Ja, geil. Okay, nice. Wir müssen quasi nur noch ausweichen. Davon nehmen wir gar nichts mit. Bringt uns nämlich allgemein nichts mehr. Okay, finde ich nett. Ein kleiner Meat Boy ist schön. Scared Womp. Scared Womp. Aber wir müssen ja auch noch mal ans Herz bis... Oh Gott, das dauert ja noch richtig lang hier. Bis wir hier mal durch sind. Verdammt, sei's du. Na, hier, fressi, fressi. Fressi, fressi für dich. Nam, 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 nam. Nam, nam, nam. Okay. Tja. Tschu, tschu, tschu. Ist hier alles nicht so einfach. Alles nicht so ganz einfach. Eine Arcade. Da könnten wir doch garantiert ein bisschen Geld rausholen. Und Geld ist eine gute Sache. Abel. Okay, warum nicht? Ein bisschen Geld, ein paar Bäumchen, ein Schlüssel. Jo, das war doch ganz schön. So. Eine Telepille. Auch interessant auf jeden Fall. Oh nee. Gut, dass wir Pay-to-Play haben. Bin ich tatsächlich ein bisschen stolz. Drüber, Hilfe, ist das schnell. Verdammt, unsere Leben werden ganz schön wenig.
Oh, wow. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Okay. Nein, 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 nein. Garantiert nicht. Laser allgemein immer sofort vernichten. Warte, da könnten schöne Sachen drin sein. Zum Beispiel ein schwarzes Herz. Danke. Nicht treffen, das wäre schön. Noch ein schwarzes Herz. Ja, schön. Nehme ich natürlich mit. So, dann geht es uns wieder ein bisschen gut. Und wir verbrennen einfach den ganzen Boden hinter uns. That's how evil we are. We are fighters. We are young potatoes. Unser Geld schwindet dahin. Das ist nicht cool. Wie soll ich hier rankommen? Ich kann ja einfach durchlaufen. Fuck you. Ja, hallo Boss. Hallo Atlas. Bum, bum, bum. Nein. Ja komm, greif an. Ich weiß, du hast Hunger. Fress die einfach alle auf. Ist okay. Du darfst. Heute darfst du. Heute darfst du. Du musst nicht auf deine Diät achten. Mach jetzt. Greif an. Oh Gott. Ja, eigentlich würde ich meine Bob's Brains halt gerne behalten. Damit ich wenigstens ein bisschen Schaden machen kann. Kann mal irgendjemand das Ding da oben töten? Danke. Uncool. Naja. Oh. Wie cool sind wir da eben nach oben animiert worden? Jetzt sind wir leider erst bei Isaac. Es geht noch weiter als Isaac. Ach Gott, oh Gott. Stimmt, wir müssen noch die ganze Chest machen. Oh Gott. Das wird ja witzig. Haha. Ha. Was habe ich gelacht bei diesem Fun? Dass das so lange dauert. Shit, ey. Wieso wünscht ihr euch so eine komische Challenge, die so lange dauert? Bumm. Gut. Haben wir hier wenigstens irgendwas Schönes? Ah, zumindest Geld. Vielleicht noch irgendwo ein schwarzes Herz? Nö. Moment, wir sprengen dich nochmal in die Luft. Du kannst ja auch immer mal ein bisschen Geld haben. Ich meine, du bist ein Shopkeeper, aber du hast nur Spinnen bei dir. Hm. Oh nö. Fuck. Nein, alles vernichten. Alles zerstören. Ich habe kein Geld mehr. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Ich habe keine Leben mehr. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe keine Bob's Brains mehr, mit denen ich angreifen kann. Da habe ich ein bisschen Geld. Okay, immerhin. Aber das ist jetzt irgendwie nicht so ganz geil. Oh, guck mal, ein schwarzes Herz. Das nehme ich. Und tschüss. Willst du mich verarschen? Toll, dann kann ich auch so rauslaufen. Da muss ich immer die Telepille einsetzen. Ach nee, der ist ja wieder so schnell, ne? Oh Gott, 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 oh Gott. Jo. Cooler Typ auf jeden Fall. Du wirst mich töten, kann das sein? Das kann sehr gut sein. Fuck! Ich kann da nicht mehr reingehen, ich werde da sterben. Ich habe noch ein Herz habe ich noch, sehr schön. Hi, ich laufe einfach mal weiter, okay? Tschüss. Ach, fuck my life. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Alles für nichts. Blaues Herz? Nein, warum? Hacke. Ja. Papi wird mich töten. Papi wird mich auf jeden Fall töten. Ja. Das ist sehr traurig. Ich fühle mich jetzt ein bisschen depressiv. Okay.
Also die Brain Challenge, damit warten wir noch mal ein bisschen, bis wir die noch mal machen. Die dauert so fucking lange, man muss so weit kommen. Ich hätte das Book of Revelations doch mitnehmen sollen, kann das sein? Aber ob uns das gerettet hätte, also in einigen Räumen war dieses Pay to Play schon ganz gut. Ich weiß es nicht. Na gut, dann heute eine nicht so erfolgreiche Runde. Dafür kommt die Folge auch erst um 0 Uhr oder so. Von daher gucken das dann eh nicht so viele Leute. Da müssen nicht so viele Leute meine Schmach ja ertragen. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Morgen dann wieder ein normaler One. Diese Brains Challenge werde ich dann wahrscheinlich eher nochmal streamen, statt sie nochmal aufzunehmen. Muss man mal gucken. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und tschüss.